Artyom, ich versuche die unteren Etagen zu öffnen. Also gut, wo war das Ding? Ah, da! Na bitte! Artyom, die Verbindung bricht ab. Du bist zu tief. Ich habe aber eine Idee. Wie gefällt dir das, Artyom? Wenigstens kannst du mich auf diese Weise hören. Laut Plan kann die Tür zum Archiv nur von innen und von Hand geöffnet werden. Du kannst aber durch den Lüftungsschacht hinein. Suche im nächsten Raum einen Eingang. In den alten Leuchtturm ist gerade abgeschlossen. Mit Giul noch länger in diesem Loch zu bleiben, ist außer Frage. Täglich schießen neue Gasgeiere auf den Boden. Der Bunker könnte jeden Moment einstürzen. Es gibt nichts, worauf wir noch hoffen können. Niemand weiß, warum wir überhaupt noch hier sind. Und wir können definitiv nicht arbeiten. Ich gehe inzwischen nur noch für die kümmerlichen Rationen runter. Ich würde ja gerne glauben, dass es an der Oberfläche sicherer ist. Aber wem soll ich was vormachen? Die Leute sind ausgehungert. Jeden Tag gibt es neue Angriffe und Morde. Es wird immer gewalttätiger. Ich denke nur noch an Giul. Ich kann kaum glauben, dass sie von nun an in dieser Welt leben wird, die einem Albtraum gleicht. Thank you.
Notstrom rum. Das sollte für den Aufzug reichen. Wenn du die Karten schon hast, dann warte einfach auf den Aufzug. Die neuen Daten bestätigen, dass es aufgrund des Fallouts unmöglich ist, dort zu leben. Nur Nobel wie Dirk könnte es minimal hitziger in den Farben holen. Mami, guck mal, was ich gemalt habe! Ha, wer ist das denn? Das bin ich! Das habe ich gemalt, guck! Ein wunderschönes Bild. Seniorforscherin Fatimova, bitte bringen Sie das Kind raus. Dies ist immerhin eine Besprechung. Komm, Giul, du darfst hier nicht rein. Zeig mir das Bild raus. Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick auf das feindliche Tibitopium, solange wir warten. Hier! Und hier! Das sind offensichtlich Stadtlichter. Wenn da nicht Anweisung Nummer 1 wäre. Wenn wir irgendeine Möglichkeit zur Kommunikation besessen, müssten wir die Koordinaten sofort als Ziel für Folgeangriffe melden. Thank you.
Kümmerk! Dann hier! Der Strom reicht nicht! Wir stehen bald im Dunkeln! Ach, Scheitan! Artyom! Gyul! Schnell weg von hier! Solange das Licht an ist, greifen Sie uns nicht an! Los, los, los! Jetzt müssen wir sie zum Oberst bringen. Übrigens habe ich deinen Wagen mitgebracht. Er steht am Dock. Erstaunlich, dass der Aufzug trotz der Risse im Bunker noch funktioniert. Meine Mutter sagte mir, dass sie ihn und viele andere Sachen oft reparieren mussten. Kepragmet! Danke, Artyom. Das ist für dich. Vater gab sie mir, als ich klein war. Damir sagt, ihr habt ein kleines Mädchen in eurem Zug. Gib sie ihr. Sie soll ihr Glück bringen. Ihr habt Glück. Die meisten Munalbeiler sind auf einem Raubzug. Wenn sie hier wären, wärt ihr bereits tot. Aber jetzt haben wir die Chance, etwas zu ändern. Munalbeiler. Heißt in etwa so viel wie ölreiche Leute. Ölbohrer, nehme ich an. Hör zu, ich sage dir, wohin du gehen musst. Wenn du draußen bist, dann geh rechts. Die Straße hat früher zum Hafen geführt. Anna müsste dort irgendwo sein. Melde dich bei ihr. Sie hat vermutlich etwas Interessantes gefunden. Also, bis dann, Antio. Viel Glück. Auf Wiedersehen. Warte, Anna hier. Dr. Dank. Ich bin in der Nähe des Hafens und beobachte die Hauptstraße. Hier tut sich was. Nichts Ernstes bislang, aber etwas Verstärkung wäre ganz gut. Verstanden, Vater. Ich halte deine Koordinaten an und richte dich auf euch an. Alles gut. Der Baron wird jetzt fliegen. Alles gut. Der Baron wird jetzt fliegen. Also Leute, ich habe per Funk mit dem Boss dieser Zugbande gesprochen. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Zu meinen ist dieser Boss ein waschechter Ober. Und er macht hier keine Vergnügungstour. Oh nein. Er wurde vom Oberkommando zu einem Einsatz hergeschickt. Bezüglich der Details war er recht vage. Wobei der Begriff Einsatz auch geheim impliziert. Und wenn ihr glaubt, das ist alles, dann liegt ihr schwer daneben. Habt ihr eine Ahnung, woher dieser Oberst kommt? Direkt aus Moskau. Ich hab schon lange nicht mehr so gelacht. Aber das ist doch immer nicht alles. Dieser Clown will unser Wasser, unseren Treibstoff und das Transitrecht. Ein vernünftiger Mann, nicht wahr? Hohoho. Und im Gegenzug wird das Oberkommando uns später sicherlich belohnen. So eine Hühnerkacke habe ich schon lange nicht mehr gehört, Leute. Ich weiß nicht, wer dieser Oberst ist. Dass wir alle Vollidioten seien. Aber das können wir nicht durchgehen lassen. Deshalb folgt es. Wer
Bleib schön ruhig. Wir erschießen dich schon nicht. Wenn wir dich tot sehen wollten, wärst du schon tot aufgewacht. Jawohl! Also, keine Sorge, Kumpel. Saul will dir ein Angebot unterbreiten, also hör zu. So sehen wir uns also wieder. Hast du schon vergessen, wie du mich ausgeschaltet hast? Ich kann mich gut daran erinnern. Mein Kopf tut immer noch weh. Ich kann mich auch daran erinnern, dass du mich nicht umgebracht hast, als du die Möglichkeit hattest. Also hier, bitte. 8 Kugeln in der Trommel. Das kostet mich 2 Tonnen Wasser, also sei vorsichtig damit. Aber das war nur das Vorspiel. Kommen wir zum Geschäft. Ich nehme an, du möchtest gerne wissen, warum ich dich damals angegriffen habe. Kennst du unseren Baron? Tja, im Grunde hatte ich ihn schon auf dem Präsentierteller. 5 Jahre habe ich damit verbracht, ihm in den Arsch zu kriechen und die Einheimischen gefügig zu machen. Und dafür habe ich sogar seinen Wagen bekommen. Aber keine Sorge. Du kannst ihn behalten. Ich habe mehrere Autos. Um also auf den Punkt zu kommen, fast hätte ich diese irre Hexe auf ihn losgelassen. Sie sollte ihn eigentlich erledigen und alles war vorbereitet. 1, 2 befördert. Verstehst du? Und dann kamt ihr plötzlich her, mit Samtzug und allem. Der paranoide Baron nahm sofort an, dass ihr eine neue Bande aus dem Westen seid, die es auf ihn abgesehen hat. Und damit ging mein Plan den Bach runter. Er hat alles verrammelt, die Wachen verdreifacht, das volle Programm. Diese Gyul hatte keine Chance mehr, ihm auch nur nahe zu kommen. Aber inzwischen denke ich, dass das umso besser ist. Abgesehen davon hast du dieser Gyul gerade erst am Leuchtturm geholfen und die Sklaven vom Schiff befreit. Keine Sorge, die meisten von ihnen haben wir wieder eingefangen. Aber das war schon eine ordentliche Ablenkung. Jetzt ist der Baron sicher, dass ihr es auch auf sein Geschäft abgesehen habt. Jedenfalls will ich offen sein. Wir sind alle nicht daran interessiert, dass der Baron weiterlebt. Daher würde ich sagen, mach ihn endgültig kalt. Du scheinst das drauf zu haben. Ich spüre noch immer die Nachwirkungen der Prügel, die ich von dir bezogen habe. Betrachte die Waffe und den Wagen als Vorauszahlung. Wenn du den Baron ausschaltest, werde ich dafür sorgen, dass die Jungs nicht zu viel Energie darauf vergeuden, dich zu jagen. Dann wären wir quitt. Wenn du es vermasselst, juckt mich das auch nicht weiter. Dann werde ich den Baron halt vor der bösen Bande retten, damit er mich höchstpersönlich krönt. Also denk drüber nach. Noch hast du Zeit. Waffe weg. Wir sind hier alle Freunde. Ich wünschte, alle wären so vernünftig. Hey, du gehst schon?
Dieser Staub wird noch mein Tod sein. Sieh dir meine Bude hier an. So viel Luxus hatte ich in Moskau nicht. Trotzdem ist es hier zu heiß. Ich habe das Gefühl, bald flach zu liegen, wie Stepan. Folgendes habe ich jedenfalls in Erfahrung bringen können. Siehst du den Kran am Dock? In der Kabine ist jemand. Ich kann ihn nicht sehr gut sehen, aber ich glaube, er hat mich gleich bei meiner Ankunft bemerkt. Scheint eine gute Position zu sein, um unsere Basis im Auge zu behalten. Solltest du dir also mal ansehen. Jetzt sieh dir das kaputte Boot an. Siehst du es? Naja, es ist nicht wirklich kaputt gegangen, sondern vielmehr sorgfältig zerlegt worden. Ich habe Laster mit Käfigen an diesem Boot ankommen sehen. Anscheinend halten die Banditen dort ihre Gefangenen fest. Dann ist da dieses Gebäude dort, hinter dem Hafen. Ich denke, das ist der Tower vom Flugplatz, bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls sollte es dort reichlich Ausrüstung geben. Vielleicht ist etwas Nützliches dabei. Ah, du hast also die Karten. Du und Damir habt gute Arbeit geleistet. Ich beobachte weiter die Bohrtürme, dann kannst du dein nächstes Ziel aussuchen. Verdammt, ich wünschte, ich könnte endlich den ganzen Sand abwaschen. Hoffentlich verlassen wir die Wüste bald. Wenn du zum Hafen willst, auf dem Dach gibt es eine praktische Seilrutsche. Sei vorsichtig da draußen, okay? Nimm also Platz, ich bin gleich da. Was für ein Sturm. Und dann noch ein Sandsturm. Verdammt, genau, Miller, Ende und aus. Hast du sie? Gute Arbeit, Artyom. Gute Neuigkeiten. Artyom hat die Karten. Gut gemacht, Artyom. Idiot, fang schon mal damit an. Ich komme später dazu. Das sind viele da. Nimm einen Schluck. Je eher wir sie analysiert haben, desto besser. Die Karten haben wir. Jetzt müssen wir nur noch einen Ausweg von hier finden. Und das ist der schwierige Teil. Wir brauchen Wasser für die Aurora und das Team, wie du sehen kannst. Stepan, Jup und Aljoscha liegen bereits dehydriert flach. Außerdem brauchen wir Treibstoff. Die einheimischen Banditen haben das alles. Ich habe bereits ihren sogenannten Baron kontaktiert. Aber seine Bedingungen sind inakzeptabel. Jule hat uns gesagt, wo es Wasser gibt, aber es wird natürlich gut bewacht. Damir hat die Stelle ausgekundschaftet und meint, dass wir sie heimlich infiltrieren könnten. Also, Artyom, wenn du bereit bist, triffst du dich mit Damir. Euer Ziel ist es, Wasser zur Aurora zu bringen. Scheitern ist keine Option. Viel Glück, Artyom. Wir zählen alle auf euch. Christ, wie ist das Wetter? Artyom, während du draußen warst, habe ich noch was für das Dia fertiggestellt.
Meine Werkbank Perfekt. Steht dir zur Verfügung. Hast du schon die neue Munition ausprobiert? Sie ist klasse. Man muss aber vorsichtig sein. Der Explosionsradius ist recht groß. Ich fühle mich einfach nicht so gut. Nicht mein bester Tag heute. Aber alles in allem geht es mir eigentlich gar nicht so schlecht. Ich denke, so halten wir noch ein paar Tage durch. Vielleicht. Wir brauchen dringend Wasser. Das wär's auch schon. Artyom, danke, dass du nach den Jungs schaust. Ich bin hier total machtlos und das tut weh. Stepan hatte schon immer Probleme mit Hitze, aber ohne Wasser? Er hat nichts gesagt, bis er zusammenbrach. Aljoscha und Duk liegen auch flach. Sie brauchen nur etwas Wasser und ich kann ihnen gar nicht helfen. Klar, es ist für alle schwer, aber schon der Anblick tut weh. Lass dir bitte etwas einfallen, ja, Artyom? Bitte. Opa Yamak, hast du noch Wasser? Onkel Artyom, ist die für mich? Wow, danke sehr. Guck mal, Opa Yamak, ich habe jetzt eine eigene Feldflasche. Na, dann müssen wir nur noch etwas Wasser finden. Dann hast du deine eigene Reserve. Oh, danke sehr. Du hast freie Hand. Unsere Situation ist kritisch. Ein paar Tage noch. Da können wir nicht einmal mehr eine Meute Wildhunde angreifen, geschweige denn die Banditen.